vermisst. Viele von euch wissen ja, dass wir im Urlaub waren. Einige haben es nicht mitbekommen, denn ich habe natürlich für euch Videos vorbereitet. Und dieses hier ist mein erstes Video nach dem Urlaub. Leider hat es mich ein bisschen erwischt. Mein Hals war nicht ganz so gesund, nachdem ich aus dem Flieger ausgestiegen bin. Scheinbar war es doch etwas zu kalt. Aber jetzt lege ich wieder in alter Frische für euch los. Ich habe ein Testpaket bekommen, und zwar von Max Factor. Die Artikel, die wird es jetzt ab September im Handel geben und ich darf sie vorab für euch testen. Da freue ich mich natürlich riesig drauf. Und deshalb seht ihr hier oben auch eingeblendet oder hier oben mal schauen, ja, dass da was steht, also unterstützt durch Max Factor. Keine Sorge, ich habe für dieses Video kein Geld erhalten. Ich habe die Produkte bekommen, damit ich sie eben für euch testen kann. Und für alle, die das jetzt ärgert und die sagen, Mensch, das mag ich gar nicht, dass die Heidi Produkte bekommen hat, ja, dann hoffe ich natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Für alle, die es interessiert, was ich bekommen habe und was ich jetzt zusammen mit euch testen werde, ja, denen wünsche ich jetzt auf jeden Fall schon mal ganz viel Spaß beim Video und los geht's. So, da bin ich wieder. Jetzt musste ich erstmal eine neue Speicherkarte kaufen, weil meine Kamera rumspinnt. Also heute in diesem Video soll es eben um die Produkte gehen von Max Factor. Ich wollte euch ein First Impression Video quasi abdrehen, beziehungsweise ein One Brand Tutorial machen. So, in meinem Testpaket war eine Foundation enthalten, was natürlich ganz gut ist. Es ist die Miracle Match Foundation Blue Nourish in der Farbe Sand 60. Ich habe mir die angeschaut und habe mir schon gedacht, wahrscheinlich ist mir die ein bisschen zu hell. Wir testen das jetzt einfach mal gemeinsam. Ihr wisst, dass ich mir die Foundation immer auf meinen Handrücken gebe und sie dann am liebsten mit den Fingern verteile. Ja, okay, sie ist ein bisschen zu hell. Aber wir gucken jetzt einfach mal, dass wir das Beste draus machen. Das beste Ergebnis, das erzielt ihr übrigens, wenn ihr das Ganze mit einem Schwämmchen auftragt, beziehungsweise mit einem Pinsel. Aber wir machen das Ganze jetzt heute mal so. Sie duftet schon mal unheimlich gut. Und reden und Foundation auftragen ist gar nicht so einfach. So, ich habe sie jetzt aufgetragen, die Foundation, und ich muss euch wirklich sagen, dass ich überhaupt nicht das Gefühl habe, dass ich irgendwie total zugekleistert ausschaue. Sie spendet meiner Haut total viel Feuchtigkeit und es ist so, dass ich erst gedacht habe, dass dieser Farbton überhaupt nichts für mich ist, aber irgendwie hat es meinen Farbton angenommen, ne? Also es sieht überhaupt gar nicht irgendwie ja, aus, als hätte ich komplett die falsche Foundation. Ihr wisst ja, dass ich sehr, sehr viele Foundations jetzt schon ausprobiert habe und euch da wirklich immer meine ehrliche Meinung drüber sage. Mir ist es halt immer unwahrscheinlich wichtig, dass in der Foundation viel Feuchtigkeit enthalten ist, denn ja, ich habe ja hier schon ein paar Fältchen und wenn ich einfach Foundation nehme, die ja, von der Konsistenz her sehr fest bzw. sehr ja, dickflüssig sind, dass sich das abzeichnet, weil ich ja dann auch immer noch abpuder, das heißt, ja, weil meine Haut eben nachfettet. Und da brauche ich eben Puder und da zeichnet sich das manchmal unschön ab. Aber dieses Gefühl habe ich jetzt bei der hier überhaupt gar nicht. Also ich würde auch sagen, dass es eine mittlere Deckkraft hat. Also so Rötungen und so kann man mit Sicherheit sehr gut mit dieser Foundation abdecken. Also ich bin jetzt so vom ersten Eindruck her schon mal sehr begeistert. So, ich habe mich jetzt mal ein bisschen abgepudert und ich wollte euch noch sagen, dass es die Foundation eben ab Anfang September zu kaufen gibt und sie wird in 6 verschiedenen Nuancen erhältlich sein. Es ist auch noch so, dass sie quasi mit weniger Puder dafür mit mehr transparenten Schimmerpartikeln versehen ist und das sehe ich nämlich hier auch. Ich habe hier ganz, ganz feine, glitzernde, ja, goldfarbene Partikel enthalten, aber auf meiner Haut sehe ich die überhaupt nicht. Also das ist scheinbar so, dass dann dieser Effekt quasi von einem ebenmäßigen Tör erzielt wird. Also wirklich, ich bin total begeistert. Für 12,99 Euro kann man da keinen Fehler machen sozusagen. Ich werde mir die anderen Farben in jedem Fall nochmal anschauen, aber von der hier bin ich schon mal sehr begeistert. Wir machen mal weiter. Ich hatte einen Blush enthalten und zwar diesen hier. Die Farbnummer 15 Seductive Pink, also diese Pastel Compact Blushes, die gibt es schon, die sind schon erhältlich, auch in verschiedenen Farben. Und ich habe eben diese Farbe hier bekommen. Scheinbar wissen die, dass ich total auf Pink stehe. Es ist nicht mein übliches Pink, zu dem ich immer greife, aber wir wollen jetzt einfach mal sehen, was dieser schöne Blush mit meiner Haut macht. Ich gehe einfach mit meinem großen
Pinsel rein. Nicht dieses übliche Pink, wie gesagt. Aber, also ich finde, der macht schon was, ne? Also ich hoffe, ihr könnt es in der Kamera erkennen. Gefällt mir sehr gut. Jetzt gerade für diese Jahreszeit im Herbst ein etwas leichterer Ton. Ist jetzt auch gar nicht so verkehrt mal für mich, ne? Ich bin jetzt halt noch ein bisschen arg gebräunt von der Sonne. Wie gesagt, wir kommen ja vom Urlaub. Aber, ja, gefällt mir richtig gut. Der hat auch echt so leichte Schimmerpartikel enthalten. Also das heißt, er zaubert mir schon so eine Frische ins Gesicht. Und ja, also ich bin total verliebt in diesen Blush hier. Es war natürlich jetzt eher Zufall, dass ich diesen pinkfarbenen bekommen habe. Es gibt ja auch noch die anderen Farben, die eben schon länger im Handel erhältlich sind. Die werde ich mir auch nochmal anschauen. Aber ich glaube, das ist schon mal echt ein absoluter Liebling von mir, weil ich finde, dass er mir einen richtig schönen Glow eben zaubert. Aber genug jetzt vom Blush, da könnte ich mich ja ewig noch drüber unterhalten. Wir machen weiter mit den Augen. Und zwar war in meinem Testpaket noch diese Eyeshadow-Palette enthalten. Und zwar ist es eine 2-in-1 Eyeshadow and Brow Powder Palette. Sie nennt sich 03 Sumptuous Golds und ihr könnt es schon erkennen, sie hat richtig schöne goldfarbene Lidschatten enthalten und eben dieses Puder für die Augenbrauen. Da bin ich mal total gespannt, ob das jetzt meinem Farbton entspricht, aber die Farbtöne für die Augen finde ich schon mal richtig schön und sehr gelungen, denn der Herbst steht vor der Tür, leider, leider. Und ich denke, da kann man richtig schöne Armus schminken. Wir legen mal los. Ich nehme den hellbraunen Farbton und ja, werde mein komplettes Lid damit erstmal schminken. Also mein komplettes bewegliches Augenlid. So, und jetzt gehe ich mit meinem Lieblingspinsel von Evelyn, diesen abgeschrägten hier, der sehr fest gebunden ist, in diesen kupferfarbenen Farbton hier, ganz leicht allerdings, und werde mir dann im äußeren V quasi ja, ein klein wenig den schönen Ton zaubern. Jetzt werde ich mir mit so einem Pinsel, der ist etwas spitzer nach oben gebunden und auch relativ fest. Ich gehe jetzt einfach mal in das Augenbrauenprodukt, weil es ist ein matter Ton und der ist halt dunkelbraun. Ich verwende den jetzt einfach mal, ich zweckentfremde den quasi. Ich möchte damit nochmal so richtig in die Augenfalte gehen, um ein bisschen Tiefe meinem Auge zu verleihen, um so ein bisschen die Müdigkeit vielleicht wegzubekommen. Mal schauen, damit ich da mal Tiefe reinbekomme und ja, sieht doch schon mal sehr gut aus, würde ich sagen. Also ich zweckentfremde Produkte ja sowieso prinzipiell und sehr gerne, warum nicht? Also da ist ja nichts Schlimmes dabei. Ich bin jetzt noch ein bisschen weiter hoch quasi, also ich bin in die Lidfalte, seht ihr ja jetzt hier, und dann gehe ich noch ein bisschen weiter hoch auf den Knochen sozusagen mit diesem Farbton und ihr könnt schon erkennen, also mir gefällt es richtig gut. Das muss ich jetzt natürlich dann noch verblenden, ist ja klar, damit auch keine Kanten zu sehen sind. So, jetzt habe ich verblendet und wer das Ganze natürlich ein wenig dramatischer möchte, könnte diesen goldfarbenen Ton noch nehmen und so einen Lidschattenpinsel, der könnte sich nämlich dann das Produkt aufnehmen und auf das bewegliche Lid noch tupfen. Dann sieht das Ganze natürlich nochmal anders aus, dramatischer, wenn man jetzt zum Beispiel ausgeht oder halt zu einem besonderen Anlass. Das lasse ich jetzt aber lieber. Ich highlighte jetzt noch ein wenig eben mit diesem wunderschönen goldfarbenen Ton. Ich nehme ein wenig auf und setze mir das in meinen Augeninnenwinkel, damit ich auch noch ein wenig wacher aussehe. Damit muss ich jetzt aber ein bisschen sparsam umgehen, weil es wirklich sehr, sehr gut pigmentiert ist. Also ich hatte jetzt auch überhaupt kein Fallout. Also das heißt, der Lidschatten hat überhaupt nicht gekrümelt. Und ja, das finde ich schon echt für so eine Palette ganz, ganz bewundernswert, wollte ich gerade sagen. Nein, also das finde ich natürlich sehr, sehr positiv. Ich setze mir jetzt noch einen kleinen Highlight
unter meinen Augenbrauenbogen. Das verblende ich dann später alles noch. Ich muss mir jetzt erst noch die Augenbrauen machen. In welcher Reihenfolge ihr das natürlich macht, das ist natürlich immer jedem seine Sache. Also manchmal mache ich mir erst die Augen und dann mache ich mein Gesicht weiter. Also sprich, mache mir einen Blush drauf und konturiere und manchmal so. Also ist total unterschiedlich. Ich habe jetzt das Augenbrauenprodukt aufgenommen, habe diesen abgeschreckten Sigma-Pinsel, den ich über alles liebe. Und jetzt bin ich mal total gespannt. Oh, ja, ich bin total gespannt, wollte ich gerade sagen. Also das gibt ja echt total Farbe ab. Oh mein Gott, damit muss man vorsichtig umgehen. Ich mache mir so ganz kleine Striche, damit es nicht ganz so angemalt aussieht. Aber das ist echt der Hammer, das Produkt. Oh mein Gott, ist das cool. Ich finde auch, dass es vom Farbton total gut passt. Also richtig cool. Mal eine Palette, wo wirklich 2 in 1 ist, ist eher selten. Ich habe es ja jetzt auch gemerkt, als ich eben nach Hamburg geflogen bin. Man will immer so viele Sachen mitnehmen und hat kaum Platz. Ich hatte nur Handgepäck und es war echt nervig. Aber das ist mal echt eine coole Idee, ne? Da hat man so ein kleines Kästchen, schaut es euch an, und hat alle Produkte darin enthalten. Man könnte mit diesem goldfarbenen Ton auch noch ein bisschen highlighten. Also man nimmt sich so ein bisschen auf den Finger auf und könnte dann hier wahrscheinlich auch noch so ein bisschen highlighten. Ja, genau. Sieht auch gut aus, ne? Ich stehe ja eigentlich eher auf silberfarbene Highlighter hier an meinen Wangen, aber das finde ich jetzt auch nicht schlecht. Ja, aber jetzt machen wir mit den Augenbrauen weiter. Heieiei, ich verquatsch mich hier schon wieder. So, meine Augenbrauen sind jetzt auch fertig und was soll ich sagen? Ich bin total begeistert von diesem Produkt. Also wie gesagt, ihr habt die Lidschattenpalette und ihr habt ein Augenbrauenprodukt. Richtig cool. Die Farbe passt auch echt gut zu meinen Augenbrauen. Also mir gefällt es total gut. Ich bin sehr, sehr begeistert. Den Highlighter, den habe ich mir jetzt verblendet und ich würde sagen, wir machen mal weiter mit der Mascara. Ich hatte diese Velvet Volume Mascara enthalten, die gibt es aber schon eine ganze Weile, also schon seit Sommer. Ich persönlich kenne sie noch nicht und bin jetzt sehr gespannt. Ihr wisst, ich bin ein kleines Mascara-Opfer und Monster, was auch immer. Mal schauen, was sie mit meinen Wimpern jetzt zaubert. Und sie hat so ein Gummibürstchen mit so kleinen Noppen dran. Jetzt bin ich mal gespannt, was die mit meinen Wimpern so macht. So, die Mascara habe ich jetzt aufgetragen und ich muss sagen, dass ich jetzt keinen Monster-Mega-Wimpernaufschlag erkennen kann. Es ist okay für den ersten Auftrag, aber ich denke, ich werde auf jeden Fall nochmal eine Schicht drauf machen. Ich lasse das jetzt ganz kurz antrocknen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich sehe jetzt schon einen Unterschied, aber ich würde sagen, ich lasse es jetzt nochmal ein bisschen antrocknen und trage mir nochmal eine Schicht auf, also eine dritte Schicht. Wir machen schon mal weiter. Ich hatte in meinem Testpaket noch diesen Liquid Eyeliner enthalten und zwar in der Farbe 01 Velvet Black und der ist sehr, sehr interessant. Also ich habe da auch schon einiges drüber gelesen, denn mich interessiert diese Spitze. Also es hat so einen Anschein wie eine Filzstiftspitze. Wir haben quasi eine dickere Seite und wenn man den dann schräg hält, eine dünnere Seite. Ich male es euch mal auf, dass ihr es besser verstehen könnt. Also das wäre jetzt eine dünne Seite und dann haben wir eben hier noch die dickere Seite. Wir werden das jetzt einfach mal ausprobieren, wie das bei mir so funktioniert. Aber ich trage mir erst noch eine Schicht Mascara auf. So, die Mascara habe ich aufgetragen und meine First Impression sozusagen ist, dass mir sehr gut gefällt, dass ich an den unteren Wimpernkranz sehr, sehr gut rankomme. Also das hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, für den Alltag ist sie echt zu gebrauchen. Also sie hat jetzt nicht voll den Vamp-Effekt. Also es kommt halt drauf an, wie viele Schichten man drauf hat. So ist es jetzt für den Alltag für mich zu viel. Ich finde, es ist schick. So könnte ich jetzt ausgehen, aber wie gesagt, mir gefällt halt sehr gut, dass sie an den unteren Wimpernkranz so präzise jetzt war. Und jetzt würde ich sagen, trage ich mir den Liquid Eyeliner mal auf. Ich habe den jetzt mal aufgetragen, wie ihr gesehen habt. Ich bin, zufrieden, sagen wir es mal so, mit dem Ergebnis. Bei diesen Produkten habe ich immer nur Angst, dass sie nach einer Weile irgendwie den Geist aufgeben. Da bin ich halt mit meinen Kajalstiften irgendwie natürlich noch nie enttäuscht worden. Ich hatte so einen Liquid Eyeliner schon mal allerdings von einer anderen Firma und da war es so, dass es eben nach kurzer Zeit nicht mehr gemalt hat sozusagen, weil ja Produkt auf dem Auge ist, also das heißt der Lidschatten und dann die Farbe darauf eben nicht mehr so gut
drauf zu zeichnen war. Und jetzt habe ich so ein bisschen Angst, dass der das auch macht. Aber ich werde euch auf jeden Fall weiterhin auf dem Laufenden halten, was dieses Produkt betrifft. Und jetzt tragen wir uns noch gemeinsam den Lippenstift auf. Also ich trage ihn mir auf, gemeinsam mit euch. Und ich habe diesen hier zugeschickt bekommen. Es ist die Farbe 60 Evermore Lush und er gefällt mir sehr gut, weil es ist ein richtig schöner Rosenholzton. Ich finde, er ist auch passend zur Jahreszeit und ich habe ihn vorhin schon mal aufgemacht und mir kam ein unglaublich guter Duft entgegen. Richtig, richtig gut und ich freue mich jetzt total, den aufzutragen mit euch. Mal schauen, wie er bei mir aussieht. Der Lippenstift total gut. Er ist so ein Rosenholzton. Finde ich, passt sehr, sehr gut zu meinem Blush. Also ich sehe überhaupt nicht zugekleistert aus. Und er ist eher schier, wie ich finde. Sie versprechen, dass er langanhaltend ist. Da bin ich mal gespannt. Da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Denn was sie versprechen, müssen sie auch halten. Da bin ich sehr gespannt. Und es gibt diese Lipfinities auch noch in verschiedenen Farben. Die werde ich mir auch mal anschauen, weil sie wirklich sehr, sehr angenehm zu tragen sind. Also der hier jetzt zumindest. Er spendet mir viel Feuchtigkeit. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie irgendwie austrocknend sind. Und er ist echt total angenehm. Also als hätte ich überhaupt keinen Lippenstift auf den Lippen. Richtig cool. Und der Farbton gefällt mir halt sehr gut. Und der Geruch natürlich. Da bin ich ja auch immer sehr, sehr eigen. Also meine erste Eindruck, richtig cool, dieser Lippenstift. Und jetzt mache ich mir mal die Haare auf, weil ich ja echt aussehe wie so ein Horst. Also, dass ich mich wieder ungeschminkt vor die Kamera gesetzt habe, ne? Das kostet mich ja immer unglaublich viel Überwindung. Aber ich hoffe natürlich, dass euch mein Video gefallen hat zu den Produkten, die jetzt eben ab September erhältlich sind von Max Factor. Also einige sind ja schon im Handel, wie gesagt, erhältlich. Ich möchte mich natürlich auch ganz recht herzlich bei Max Factor bedanken für die Produkte. Und euch, meine Lieben, wollte ich noch fragen, welches Produkt ihr denn am besten jetzt fandet von diesen Sachen, die ich euch vorgestellt habe. Also mein Favorit ist definitiv diese Lidschattenpalette hier. Die wird es auch noch in anderen Farben geben, also in Grün, Blau, Lila meine ich. Die werde ich mir nochmal genauer anschauen, weil ich wirklich sehr begeistert bin. Vor allen Dingen, weil das Augenbrauenprodukt noch mit dabei ist, weil sie überhaupt nicht gekrümelt haben auf meinem Augenlid. Es gab kein Fallout und sie sind eben sehr, sehr gut pigmentiert. Also wie gesagt, das ist so mein Favorit. Und ich muss auch sagen, dass mich die Foundation positiv überrascht hat, weil ihr seht es ja, ich bin eigentlich schon relativ braun. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich eine falsche Foundation aufgetragen habe. Wisst ihr, was ich meine? Und am Anfang habe ich ja echt gedacht, dass es nicht mein Farbton ist, aber richtig cooles Produkt. Der Duft richtig gut vom Auftrag her. Ich sehe auch hier wieder überhaupt nicht zugekleistert aus. Also gefällt mir auch richtig, richtig gut. Und der Blush natürlich, habe ich euch ja schon gesagt. Also ich bin sehr begeistert, wie gesagt. Das Einzige, wo ich so ein bisschen Bedenken habe, ist eben der Liquid Eyeliner. Aber da werde ich euch auch auf dem Laufenden halten. Und ich beende jetzt dieses Video, damit es nicht so ultra lange wird. Lasst es euch gut gehen, meine Lieben. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Alles, alles Gute und bis dann. Tschüss!